Guten Morgen aus Düsseldorf, Leute. 9 Uhr steht auf der Tachonadel. Wir holen heute einen glücklichen Gewinner ab, der mit mir mit der neuen Toyota Supra auf die Gamescom 2019 fahren darf. Vielen Dank an Toyota für diese geile Möglichkeit. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Herr denn zu diesem Auto sagt. Und der Herr hat auch noch eine Begleitung dabei. Und er wird nicht nur im realen Leben heute Supra fahren, sondern gegen mich auch eine Challenge haben. Ihr werdet sehen, was es im Video ist, deswegen würde ich sagen, let's go. Jetzt sind wir da mit dem lieben Sascha, der tatsächlich gewonnen hat. Sascha, wie ist es denn? Hast du los? Komm mal her, Junge. Ja. Ne? So, Sascha, jetzt fährst du tatsächlich mit der neuen Supra. Freust du dich? Ja, mega. Also, ne? Auto sieht mega aus. Ja. Aggressive Front. Was gefällt dir auf den ersten Blick am meisten? Soll ich dir, ich sag, okay, sag du erstmal, was dir am meisten gefällt und sag ich dir, was ich am besten fand. Okay, also ich finde die Front wirklich geil mit den fetten Lufteinlässen. Ja. Das ist schon sehr aggressiv wirklich. Okay. Scheinwerfer. Ja. Sexy. Weißt du, was mich am meisten gecatcht hat? Was? Zeige ich euch, Leute. Guckt ihr dieses geile Heck an. Ja. Ja, okay, und ich muss sagen, das sieht unfassbar cool aus. Vor allem mit dieser geilen Rückleuchte. Habe ich euch ja schon im Video gezeigt, als wir damals das Gewinnspielvideo gemacht haben. Ja, was natürlich auch sehr wichtig ist, wir werden jetzt nicht nur zur Gamescom zusammenfahren mit dem lieben Sascha, sondern es ist so, dass wir eine richtig schöne Sache noch organisiert haben. Du wirst gleich gegen mich antreten müssen. Das heißt, spielst du viel, zockst du viel? Ja, ab und zu so, aber meistens Shooter. Oh, okay, also easy, Leute, easy. Wir beide spielen gleich Gran Turismo Sport gegeneinander im Multiplayer. Das heißt, wir fahren gegeneinander ein Rennen mit der neuen Toyota Supra und du musst mich schlagen, ja? Und wenn du mich nicht schlägst, darfst du nicht auf die Gamescom. Scheiße, dann muss ich dir alles geben. So Leute, dann fahren wir jetzt mal nach Köln und wir gucken mal, ob der Sascha gleich, wenn wir da angekommen sind, richtig schöne positive Nachrichten von der Fahrt mit dem Supra hat. Los geht's! So Freunde, da sind wir im wunderschönen Köln angekommen. Im Hintergrund sieht man schon den Dom, die Hohenzollernbrücke. Heimat! Ja, raus aus Düsseldorf, ey. Mann. Was? Düsseldorf besser. Ja, gibt's jetzt hier schon Leute, die dich mit Steinen beschmeißen oder so? Wir sind jetzt gefahren über die Autobahn. Der Magitz hatte wirklich Probleme, hinterher zu kommen. Wir haben einmal 0-100 gehabt, dann sind wir auch, glaube ich, 220 einmal gefahren. Ja, also ist schon ein sportliches Auto auf jeden Fall. Verarbeitung finde ich super. Mhm. Drückt auch sehr in den Sitz, wenn man wirklich mal reintritt. Also ist schon krass. Ist wirklich so, ne? Wenn du Gas gibst, du merkst richtig, dass das Auto nach hinten kippt, ja? Also hammergeile Karre. Und es ist so, Leute, ich werde den heute abgeben müssen. Ja, ist das letzte Mal, dass ich Toyota Supra fahren darf. Oh. Aber wir fahren ja noch mal virtuell eine Runde. Ne? Würdest du das Auto kaufen? Ich würde es mir kaufen, ja. Ja, aber wegen dem Kultfaktor oder was wäre für dich so ein Grund? Nee, wirklich wegen dem, wie es jetzt hier steht. Das Gesamtpaket ist super. Also, welche Farbe würdest du nehmen? Ich weiß nicht. Gibt es den in Gelb oder so? Habe ich den auch mal gesehen. Boah, in Gelb ist der richtig geil. Habe ich auch den gerne mal gesehen. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Farbe ihr zu dem Auto passend findet. Ich muss sagen, für mich ist das Silber geil. Oder, Magitz, Silber? Sicherlich. Sicherlich. So, und jetzt wir gehen ab auf die Gamescom, Leute. So, springt rein und wir fahren. Was möchtest du jetzt sehen? Was sollen wir uns angucken? Need for Speed auf jeden Fall. Need for Speed hat er Bock. Sonst noch ein Game? Call of Duty. Call of Duty. Okay, Sony PlayStation hast du Bock. Ja. Das ist ja PS4. Genau, PS4. Und der Sascha, wir werden gleich PS4 zocken. Und ich habe mir überlegt, der Sascha kann heute was gewinnen. Du kannst um etwas spielen. Okay. Und wenn du mich bei Gran Turismo schlägst, kriegst du ein Paket von mir. Okay. Competition. Ja? Was ist eigentlich? Weiß er natürlich noch nicht, denn es ist wirklich eine Überraschung. Wir gucken mal, ob er es schafft und wir gehen jetzt erstmal in die Lounge. Jetzt müsst ihr euch das reinziehen, das ist mega nice. Max, du musst jetzt rückwärts die Treppen hochlaufen. Kriegst du das hin? Easy. Kannst du, kriegst das hin? Rückwärts die Treppen hochlaufen? So. Und wir sind jetzt hier bei der Student One Lounge, die mit Red Bull zusammen entstanden ist. Und guckt euch diesen Palast mal an, mitten auf der Gamescom. Hier ist eigentlich ein Truck, Leute. Das ist übertrieben krass. Hier kann man es aushalten, oder? Sieht mega aus. Und hier ist schön klimatisiert. So, da haben wir eine richtig schöne Zockerecke. Da spielen wir gleich Gran Turismo. Dann können wir da drüben Videos schneiden. Also wenn wir jetzt auf der Gamescom sind und sagen, okay, wir haben Vlogs gemacht oder so wie wir jetzt oder Let's Plays oder so, dann können wir das hier schneiden. Und dann gibt es hier lecker Essen. Ja, da gehen wir, komm, wir gehen mal gucken, was es zu essen gibt. Hier kann man sich einen eigenen Salat zusammenstellen und so weiter. Ne?
gönn dir alles, was du willst, was ist passiert. Unhöflich? Ich weiß es nicht. Dann haben wir den Flügel noch, ne? Könnt ihr alles zusammenstellen, also mega geil. Nachdem wir uns umgeguckt haben, wird jetzt an der PlayStation 4 gezockt. Und jetzt geht's rund. Also pass auf, wenn du gewinnen solltest, was machen wir denn dann? Dann kriegst du von mir noch oben drauf. Das hat nichts mit dem Gewinnspiel zu tun. Okay. Wenn du gewinnen solltest, gibst du mir deine Adresse und ich schicke dir noch ein Überraschungspaket. Boah. Du hast in der PlayStation, oder? Ja. PlayStation 4 hast du, ne? PlayStation 4. Hast du noch eine Xbox? Nee. Also nur PlayStation 4? PlayStation 4. Okay, also er hat eine PlayStation 4, das heißt, er kriegt von mir ein Überraschungspaket mit PlayStation 4 Games. Oben drauf, okay? Okay. So FIFA 14 und so. Geil. Gab's da schon eine PlayStation 4? So, dann zocken wir auf der PlayStation 4 Gran Turismo Sport mit der neuen Toyota Supra. Die ist sogar schon ausgewählt, zeige ich euch gleich. Und wir machen einfach so ein normales Multiplayer gegeneinander. Zwar, also ja, gegen mich. Und wie gesagt, ne, es gibt noch eine Competition in diesem Video hier. Und ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wer gewinnt. Ich oder der Sascha? Was meint ihr? Jetzt in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr richtig tippt, dann kriegt ihr Folgendes von mir. Gar nichts. Okay, los geht's, Leute. Das Rennen, ja, mit beiden Supers. Oh, der hat einen besseren Start als ich. Aber ich nehme den Windschatten mit. Ja, und das Ding gewinnt nicht für mich ganz easy. Ja, du machst den gleichen Fehler. Und tschüss. Ja, ich merke schon, ich habe Bremsen müssen. Aber, ja gut, das war auf jeden Fall. Da kommt er wieder ran. Ich bin immer noch Erster und ich werde mir das Ding nach Hause holen. Aber wir geben uns beide hier wirklich die Klinke in die Hand, die Autos kaputt zu fahren. Oh, wie knapp! Oh, du bist aber. Ja, nö, du hast einfach falsch Bremsverhalten. Ja, guck mal, wie schlecht du bist. Sascha, was denn da los, Sascha? Ich bin so schlecht, dann werde ich ja viel weiter hinten. Ja, aber vielleicht bin ich ja auch schlecht und dann geben wir uns einfach. Nein! Oh, diese Kurve ist ganz mies, ne? Ganz mies. Oh, da kommt er wieder, da kommt er wieder. Ich meine, wenn du jetzt. Ey, du fliegst ja schon wieder aus ich der Kurve. Ich hab voll gebremst, der hat gar nichts gemacht. Ja, ja. Hast du ja einen Roller kaputt? Ja. Ah. Ah. Aber das Ding bringe ich nach Hause, Leute. Ganz easy. Meine PlayStation-Spiele bleiben bei mir. Sascha, vergiss es. So, wir sind. Ja, ich bin. Wir sind in der zweiten Runde. Ich bin Erster. Hey. Ja, scheiße. Guck Leute, ich guck nicht mal hin. Ich guck nicht mal hin. Ich guck nicht mal hin, zeig das Bild. Zeig das Bild. Runde 2 von 2 Erster. Was man dazu sagen muss, Sascha, was man dazu sagen muss. Was? Wir haben schon eine Runde vorher gezockt und die haben wir aber rausgeschnitten, hat der Sascha auch verloren. Ja. Aber der hatte keine Erfahrung. Muss ich auch sagen. Ich habe schon nie gespielt. So, okay. So, aber das Geile ist, der Sascha, der kann jetzt auf die Games kommen. Ja, hat noch einen schönen Tag. Wir gehen jetzt gerade mit dem Sascha ein bisschen rum. Und du spielst jetzt auf jeden Fall ganz viel GT Sport zu Hause, damit du da mehr drauf bist. Und dann fordere ich dich mal in dem Stream raus. Okay. Ja, dann lade ich dich in meinen Stream ein. Du musst zeigen, das machen wir, Leute, oder? Hat der Sascha eine zweite Chance verdient? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und wir gucken uns jetzt noch ein bisschen gemeinsam die Gamescom an. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei wart, Leute. Und danke auch an den lieben Sascha erstmal. Ne? Danke für den Wettkampf. Oder war bei der Halbfolge in den Singles. So, und ich gehe jetzt erstmal weg aus Salat essen. Wir sind an der Gamescom und nachdem du ja verloren hast, wie du ja schon bei Gran Turismo, glaubst du wirklich, dass der Controller gezinkt war? Ja. Glaubst du also wirklich, ich bin Betrüger? Ja. Nein, pass auf, ich habe mir gedacht, ich habe so ein Paket gekriegt noch. Ja. Und du hast jetzt, ich stelle dir eine Frage, du beantwortest mir die richtig und ich schenke dir dieses Paket. Okay. Okay? Okay. Welche Frage nehmen wir denn? Natürlich muss ich gehen am Mars. Wenn morgen 0 Grad sind, wie war das? Wenn heute 0 Grad sind und morgen ist es doppelt so warm wie heute, wie viel Grad haben wir dann morgen? 0 Grad. Das ist richtig? Kameramann, ja oder nein? Okay. Ja, ich sag dir jetzt, was hier drin ist. Okay. Und eigentlich sind wir dafür komplett am falschen Stand. Also, einmal kriegst du das hier. Ja, warte. Eine,
ein Fortnite-Pistol. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh, bitte schön. Okay. Da haben wir einen. Dann kriegst du noch das hier. Das ist ein Trostpreis, weil er ja verloren hat. Eine Tasse. Und jetzt kommt der Hammer. Oh. PlayStation freut sich sehr darüber. Ah, geil. Ja. Weißt du, was der Hauptpreis gibt? Ja, was du mit der Tasse? Jetzt kann man sagen. Ein Tag Toyota Superfahren. Ha! Ja, Pech. Oh, Scheiße. So, und wir gucken uns doch mal Games an. Auf jeden Fall. Ja. Need for Speed willst du gerne sehen, ganz schön. Ja. Wir gehen jetzt Need for Speed Heat zocken, Leute. Und vielen, vielen Dank nochmal an Toyota Deutschland für diese geile Aktion. Da muss ich auch sagen, vielen Dank an den Sascha. Du hast den ganzen Tag was geholt, ich bin mitgekommen. Muss man sagen, GG. Däumchen hoch für Sascha. So, ich habe Saschas Instagram-Account auch unten in die Videobeschreibung gehauen. Da könnt ihr auch gerne mal ein Hallochen Booster lassen, ja? So, jetzt ab zu EA. Ich hatte schon das Privileg, dass ich auf der Gamescom Need for Speed Heat anzocken durfte. Vielen Dank an EA für die Möglichkeit. Du freust dich auch auf Need for Speed. Auf jeden Fall. Welcher Teil ist so der beste Krieg jetzt? Underground 2. Underground 2? Ja. Ja, viele wünschen sich ja noch Underground 2, ne? Auf jeden Fall. Und der neue Ableger, der ist so ein bisschen, müsst ihr euch vorstellen, eine Mischung aus Most Wanted und Underground 2. Willst du mal erzählen, wo du arbeitest eigentlich, lieber Sascha? Ich? Ja. Kann ich machen, aber ich arbeite bei der Stadt der Düsseldorf. Mein Job ist quasi wie Homer Simpson seiner. Ihr arbeitet in einem Kraftwerk, Leute! In einem Kraftwerk! Aber, ach so, was wieder Strom einfach? Ja, ist ein Gaskraftwerk. Hast du schon mal einen Freund gesprochen? Nee, noch nicht. Nein! Das wird jetzt nur noch dunkel. Hinter ihm steht der Kollege, der übrigens auch da arbeitet, macht ganz doof. Nein, nein. Der Sascha, der tut immer alles Richtige, macht er nicht. Ja. Ich hab gesagt, wenn er sich das Spiel kauft und den übt Gran Turismo, dann lade ich mich ins Team ein und du musst mich dann schlagen. Wenn du mich schlägst, dann wetten wir um irgendwas. Okay, ich gewinn. Ich weiß nicht, ob du willst, kriegst du was. Aber du traust dich was. Ja, okay. Leute, ihr habt's gehört. Ihr habt's gehört. Und ihr wisst, wenn man mich herausfordert, ich nehme jeden in die Mangel. So Leute, das war die Gamescom 2019 für mich. Dankeschön nochmal an Toyota Deutschland. Ich hatte echt schöne Tage. Ja. Ich durfte fahren für das Ankündigungsvideo. Dann durfte ich streamen. Und dann habe ich die nur kennengelernt. Was war dein Highlight auf der Gamescom? Die Super, wirklich. Weil die Gamescom selber... Voll. Voll. Wie immer. Immer voll, immer lange anstehen und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, Leute. Wer sich übrigens fragt, warum kommt eigentlich kein umfangreicher Video von der Gamescom? Ich war eigentlich gar nicht so viel auf der Messe unterwegs, außer dieses Jahr eben heute an diesem Freitag. Morgen noch ein bisschen privat, also Samstag sonst gar nicht. Dann mal tschüss. Ciao. Sascha, möchtest du noch jemanden grüßen? Grüß deine Mutter. Meine Freundin grüßen. Wie heißt sie? Yvonne. Schöne Grüße an dich, Yvonne. Ne? 7 Jahre, habe ich gehört. Ja. Hast du schon einen Antrag gemacht? Noch nicht. Deine Chance. Nein, lass das. Ja. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.